Ja, in der letzten Stunde haben wir angefangen, die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen demokratischen Verfassungsstaaten uns vor Augen zu führen. Wir haben gesehen, das Regierungssystem macht den Unterschied, ob präsidentiell, semipräsidentiell, parlamentarisch oder ein Proporzsystem. Wir haben gesehen, dass die plebiszitären Instrumente, ob es sie gibt, wie sie ausgestaltet sind, auch einen Unterschied machen, wobei reine repräsentative Demokratien es sehr wohl gibt, so reine Referendumsdemokratien eigentlich nicht mehr aufzufinden sind. Wir haben geblickt auf die Rolle des politischen Streits und haben gesprochen von Konkurrenzdemokratie und Konkordanzdemokratie. Wir haben die Rolle des Föderalismus bei der Ausgestaltung demokratischer Verfassungsstaaten erörtert und sind die notwendigen Begriffe durchgegangen und die entsprechenden institutionellen Ausgestaltungsmöglichkeiten. Jetzt haben wir zu blicken auf die Art des Parteiensystems, nachdem Demokratien von Parteien getragen werden, nachdem moderne Demokratie auch gemeinsam mit den modernen Parteien entstanden ist, wäre es ein Wunder, wenn Parteien, wie sie gestaltet sind, was für Parteien in einem Staat bestehen, wie das Wahlsystem wirkt, wenn das nicht eine große Rolle spielen würde. Und tatsächlich müssen wir hier halbwegs gründlich sprechen vom Wahlrecht. Das wäre ein erschöpfendes Thema für eine gesamte Vorlesungsreihe, denn so übersichtlich es zu sein scheint, dass es auf der einen Seite Verhältniswahlrecht gibt, auf der anderen Seite Mehrheitswahlrecht und einige Mischformen, so vielfältig sind die Sachen dann doch im Detail. Der Leitgedanke von Verhältniswahlrecht ist, dass die Wählerstimmen so in Parlamentssitze umgerechnet werden, dass die Verteilung der Sitze in den Parlamenten der Verteilung der abgegebenen Stimmen entspricht. Da gibt es schon verschiedene Variationsmöglichkeiten und Ausgestaltungsmöglichkeiten. Es kann Sperrklauseln geben oder nicht. Es kann so sein, dass das gesamte Staatsgebiet ein einzelner Wahlkreis ist. Es kann sein, dass das Staatsgebiet unterteilt ist in verschiedene Wahlkreise, sodass dann die Abgeordneten wenigstens ansatzweise wissen, welche Regionen des Gesamtstaates sie dann im Parlament zu vertreten haben. Und auch das Mehrheitswahlrecht kennt verschiedene Ausprägungsformen. Es kann so sein, dass in Wahlkreisen jeweils nur ein einziger Kandidat gewählt wird. Es können aber auch mehr Personenwahlkreise sein. Es kann so sein, dass für die Erringung des Mandats die einfache Mehrheit im Wahlkreis genügt, wie etwa in Großbritannien. Es kann aber auch so sein, dass die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen notwendig ist, wie im Deutschen Kaiserreich oder wie in der 5. Französischen Republik. Dann braucht es in der Regel einen zweiten Wahlgang, wo sie die Parteien neu sortieren. Und dann entstehen eben Parteiensysteme eher loser Art, weil es ja keine feste Zuweisung von politischen Positionen in Parlamenten mit Parteiführungspositionen gibt, eben wegen der Erforderlichkeit eines weiteren Wahlganges. Und dann gibt es jede Menge von Mischformen, über die die einschlägige Literatur ausführlich informiert. Wir wollen uns fokussieren darauf, welche Möglichkeiten der Wähler wohl hat, konkret auf die Person des Abgeordneten Einfluss zu nehmen. Es ist ja schön und gut, wenn man als Wähler darüber bestimmt, wie die politischen Präferenzen über das Parteiensystem im Parlament vertreten sind. Aber es macht doch auch einen Unterschied, ob ich mir die Persönlichkeit aussuchen kann, von der ich vertreten werden will. Und es könnte sogar so sein, dass die Person des Kandidaten oder des Abgeordneten mir wichtiger ist als seine politische Grundrichtung. Und darüber wollen wir nun noch etwas ausführlicher sprechen. Es kann so sein, dass es überhaupt keine Personalisierungsmöglichkeiten des Wählers gibt, dass man also schlechterdings jene zu wählen hat, die einem von den Parteien als Kandidaten vorgesetzt worden sind. Und das ist immer so bei einer reinen Listenwahl. Die Parteiführungen beschließen Listen auf den entsprechenden Parteitagen. In der Reihenfolge der Listen, die dann in der Regel starr sind, werden dann die Leute ins Parlament geschickt, abhängig von den Prozentanteilen, die bei der Wahl auf die einzelne Liste entfallen sind. Hier gibt es also lediglich das Prinzip Vogel friss oder stirb. Und die zentrale Wahlinstanz sind dann jene Parteitage, in denen die Kandidaten aufgestellt werden. Also das Elektorat, die Wählerschaft, verengt sich im Grunde auf das Selektorat und die Wähler bestimmen lediglich darüber, ab welcher Stelle auf der Parteiliste man nicht mehr ins Parlament hineinkommt. Andere Wahlsysteme haben eine hohe Personalisierungskompetenz, haben also die Möglichkeit, dass man sehr präzise angibt, wen man im Parlament haben will.
Und das unterscheidet sich dann wiederum je nach Mehrheitswahl, Verhältniswahl oder Kombinationsmöglichkeiten. Blicken wir auf diese Fälle, dann sticht zunächst einmal der amerikanische Fall heraus. Dort gibt es die einfache Mehrheitswahl in Einpersonenwahlkreisen, wie in Großbritannien. Aber zusätzlich gibt es in den meisten amerikanischen Bundesstaaten auch noch die Möglichkeit von Vorwahlern. Das heißt, wenn man das Recht erwerben will, als Kandidat für eine Partei zu kandidieren, muss man sich zuerst in einem Wettstreit mit anderen Leuten, die ebenfalls kandidieren wollten für eine bestimmte Partei, durchgesetzt haben. Genau sowas nennt man Vorwahlen. Und die kann man wiederum unterschiedlich ausgestalten. Meine Lieblingsvorstellung für Deutschland wäre die, dass es für alle Parlamentskandidaturen Vorwahlen braucht, bei jeder Partei, und dass die Wählerschaft eines Wahlkreises sich bei den Vorwahlen sämtlicher Parteien beteiligen kann. Dann könnte keine Partei mehr einfach verfügen, die und die Leute kommen für uns ins Parlament. Dann könnte eine Partei sich auch nicht mehr trauen, Leute aufzustellen, die außer einer treuen Parteimitgliedschaft und fleißigen Plakate kleben und treuer Gremientätigkeit nichts aufzuweisen haben. Denn es könnte ja sein, dass die Wähler eine besonders schwache Figur aus dem Personalangebot einer Partei bei Vorwahlen mit dem Recht der Kandidatur ausstatten, was dann bei der Hauptwahl einer Partei zum Nachteil ausschlüge, wenn andere Parteien attraktivere Kandidaten haben. Kurzum, es würden Vorwahlen auch das Suchverhalten von politischen Parteien hinsichtlich von attraktiven Kandidaten durchaus verändern. Und nicht zuletzt hätten unter einem System von Vorwahlen auch solche Leute die Chance, in die Parlamente zu gelangen, die um die Mitte ihres Lebens herum, wenn im Beruf etwas erreicht worden ist, wenn die Familie funktioniert, die sich dann entscheiden, in die Politik zu gehen. Das ist unter derzeitigen Bedingungen zumindest in Deutschland voll und ganz ausgeschlossen und schöpft das politische Personal, das politische Potenzial des Landes unzulänglich aus. Andere Möglichkeiten sind, dass man Präferenzstimmen abgibt. Das schauen wir uns mal im Fall des Verhältniswahlrechts an. Es gibt einesteils eine Möglichkeit, die wir STV Single Transferable Vote nennen und die wir bei Mischwahlsystemen gleich behandeln werden. Wohl bekannt in Deutschland ist das sogenannte Häufeln bei Kommunalwahlen und beim bayerischen Landtagswahlrecht. Da stellen die Parteien zwar Listen auf mit Kandidaten, der Wähler hat aber die Möglichkeit, einzelne Kandidaten hervorzuheben. Etwa in der Weise, dass er, wie beim bayerischen Landtagswahlrecht, einem Kandidaten 3 Stimmen gibt, was die maximale Anzahl von Stimmen ist. Und auf diese Weise kann man auch Kandidaten, welche die Partei weit hinten aufgestellt hat, nach vorne häufeln. Theoretisch kann man die Wahllisten auf diese Weise verändern. Empirische Untersuchungen zeigen, dass die Rangordnungen vor und nach dem Häufeln doch weitgehend die gleichen bleiben. Und bei vielen Kommunalwahlrechten hat der Wähler ja so viele Stimmen, wie Mandate zu vergeben sind. Und das heißt, man kann dann quer durch die Parteilisten seine Stimmen vergeben. Und das heißt, man hat einen sehr großen personalisierenden Einfluss auf das Personalangebot der politischen Parteien. Eine besonders hübsche Möglichkeit, die komplexer aussieht, als sie in Wirklichkeit ist, ist das sogenannte Single Transferable Vote. Und das wollen wir uns, obwohl es so furchtbar weit nicht verbreitet ist, Irland, Malta, Australien, bei Kommunalwahl in Neuseeland und Großbritannien, das wollen wir uns mal etwas näher ansehen, weil es zeigt, mit wie viel Fantasie man Wahlsysteme und somit auch Parteistrukturen ausgestalten kann. Der Leitgedanke bei diesem Single Transferable Vote ist, dass eben nicht Parteien gewählt werden sollen, wie beim reinen Verhältniswahlrecht, sondern Personen. Aber anders als bei dem einfachen Mehrheitswahlrecht, wie es in Großbritannien verwendet wird, sollen auch keine vergeudeten, verschenkten Stimmen entstehen. Denn in Großbritannien, angenommen 3 Leute treten an in einem Wahlkreis, einer vereint 34% der Stimmen auf sich, die beiden anderen jeweils 33%, dann ist man mit 34% der Stimmen gewählt und 66% der Stimmen, 2/3 aller abgegebenen Stimmen, entfalten überhaupt keine politische Wirkung. Sie fallen schlechterdings unter den Tisch. Wenn man das verhindern will, aber gleichwohl Personen wählen will, bietet sich eben dieses STV-Verfahren an. Man organisiert das in der Praxis so, dass man pro Wahlkreis mehrere Bewerber wählen kann.
wobei unter denen, die in einem bestimmten Wahlkreis antreten, der Wähler die Reihenfolge festlegen kann, in der jemand gewählt werden soll. Also idealerweise, der soll ins Parlament. Den möchte ich gar nicht sehen, den platziere ich an letzter Stelle. Wie macht man das ganz konkret? Der Wähler hat zum Beispiel 6 Kandidaten auf dem Wahlzettel stehen, weil in seinem Wahlkreis 6 Personen zur Wahl anstehen. Und hinter jedem Kandidaten setzt er eine Nummer. 1 für den, den er am meisten wünscht, 2 für den am zweitmeisten gewünschten und 6 für den, den er überhaupt nicht im Parlament sehen will. Und quer über alle Wähler entsteht so eine Rangliste der Kandidaten. Die muss man nun auswerten. Das macht man so, dass vorab per Wahlgesetz eine bestimmte Quote an Stimmen festgelegt wird, die ein Bewerber erreicht haben muss, um gewählt zu sein. Eine Möglichkeit ist, dass man diese Quote wie folgt festlegt. Man nimmt die gültigen Stimmen, die im Wahlkreis abgegeben sind, teilt diese durch die Anzahl der Sitze, die zu vergeben sind, addiert 1 zu diesem Bruch dazu. Warum? Das können Sie sich näher anschauen, das muss ich jetzt nicht erläutern. Daraus ergibt sich ein bestimmter Wert, eine bestimmte Menge von Stimmen, die man erreicht haben muss, um gewählt zu sein. So, nun stellt man fest, von diesen 6 haben 2 diese Quote erreicht, sind also gewählt. Dann werden die überschüssigen Stimmen der Gewählten, die sie nicht brauchten, um diese Quote zu erreichen, auf den nächsten Kandidaten hinter ihnen in der Rangliste übertragen. Und wenn nun der Nächstplatzierte diese Quote erreicht hat, ist er auch gewählt. Und dieses Verfahren wird so lange wiederholt, wie keiner in diesem Wahlkreis unter den zu Wählenden mehr gewählt werden kann, weil die Anzahl der in diesem Wahlkreis zu vergebenen Mandate eben erschöpft ist. Wenn dann aber immer noch nicht alle Sitze, die diesem Wahlkreis zustehen, vergeben sein sollten, weil sich einfach die Stimmen ziemlich gleich verteilt haben zwischen sehr vielen Bewerbern, dann wird genau andersrum weitergegangen. Der Kandidat mit den wenigsten Stimmen wird von der weiteren Berechnung des Gewähltseins ausgeschlossen. Seine Stimmen überträgt man jetzt auf den bestplatzierten, aber noch nicht gewählten Kandidaten. Falls der jetzt die Quote erreicht hat, ist er gewählt. Wenn nicht, dann wird der nächste Kandidat mit den wenigsten Stimmen ausgeschlossen und das Verfahren wiederholt, bis dann eben alle Sitze, die in einem Wahlkreis, in einem Mehrkandidatenwahlkreis zu vergeben sind, tatsächlich vergeben sind. Dieses Verfahren hat so einige Stellschrauben, an denen man modifizieren kann. Wie viele Kandidaten werden denn überhaupt von einer Partei aufgestellt? Wie groß ist der Wahlkreis? Wie groß ist die Bewerberzahl? Wie legt man diese Grenze fest, ab der man ausgeschlossen wird von der Wahl? Wie stellt man sicher, wer nachrücken darf? Aber über all das informiert man sich am besten im Detail in der Literatur. Das genüge als ein Überblick. So, das sind jetzt Wahlsysteme mit hoher Personalisierungskompetenz. Und dann gibt es noch Möglichkeiten mit einer zwar Personalisierungskompetenz, aber einer relativ geringen. Die eine haben wir schon besprochen, das ist das englische System. Derjenige, der in einem Wahlkreis relativ die meisten Stimmen hat, ist gewählt, was in der Regel zu Parlamenten mit wenig Parteien führt. Man kann eine Verhältniswahl mit Ausgleichsmandaten machen. Man kann es machen wie in Baden-Württemberg, wo immer nur individuelle Abgeordnete gewählt werden, aber jeder weiß, für welche Partei sie stehen und die Partei bekommt in einem Parlament so viele Sitze, wie prozentual dem Anteil der Parteikandidaten, die ihre Stimmen bekommen haben, tatsächlich gewählt sind. Und man kann in ein Verhältniswahlsystem ein Mehrheitswahlsystem einfügen, wie wir das in Deutschland gemacht haben, wo die Hälfte der Abgeordneten in Direktwahlkreisen nach dem britischen System gewählt wird, wo die andere Hälfte über Parteilisten in die Parlamente entsandt wird, wo die Parteilisten auf Bundeslandsebene aufgestellt, aber bundesweit konsolidiert werden und wo überhaupt die Gesamtzahl der Sitze im Parlament durch die Zweitstimmen, also die auf die einzelnen Parteien entfallenen Stimmen, festgelegt werden. Das sind also einige Möglichkeiten, wie man aus Wählerstimmen Parlamentssitze, die Auswahl konkreter Kandidaten machen kann und welche Möglichkeiten es dabei gibt, tatsächlich Personen und nicht nur Parteimitglieder zu wählen. Aus dem jeweiligen Wahlsystem, das es in einem Land gibt,
also jenem Wahlsystem, auf das sich die politischen Parteien natürlich einstellen, bei ihrem Wahl, bei ihrer Wahlkampfführung, bei ihrer Personalauswahl, bei ihrem politischen Verhalten. Aus dem Wahlsystem heraus entstehen dann natürlich Parteiensysteme. Oder präziser gesagt, aus dem gesellschaftlichen Konfliktsystem, was die herrschenden Cleavages in einer Bevölkerung sind, in Verbindung mit dem Wahlrecht entstehen dann Parteiensysteme. Und diese Parteiensysteme wiederum hat man dann als vergleichender Politikwissenschaftler irgendwie typologisch zu gliedern. Und die typische Begriffsverwendung hier ist, dass man unterscheidet zwischen Hegemonialsystemen, wo eine Partei die dominierende Partei ist, einem bipolaren Parteiensystem, wo zwei große Parteien einander konfrontativ gegenüberstehen. Es kann so ein Parteiensystem symmetrisch sein. In beiden sozusagen großen politischen Lagern gibt es eine Führungspartei, die ähnlich stark ist. Es kann aber auch so ein Parteiensystem asymmetrisch sein. In einem Bereich des politischen Spektrums gibt es eine starke Partei, im anderen Bereich gibt es zwei, dementsprechend kleinere, starke Parteien. So ein Parteiensystem kann auch insgesamt fragmentiert sein, viele, viele Parteien von ähnlicher Größe, was dann freilich die Koalitionsbildung schwierig macht. Das ist die eine Weise, wie man Parteiensysteme typologisch unterscheiden kann. Und manches hat Vor-, manches hat Nachteile für politische Systeme. Hegemonialsysteme erfreuen sich in der Regel großer Stabilität, weil immer wieder die gleiche Partei mit ihrer gewonnenen Expertise weiterregiert. Aber solche Parteien werden dann irgendwann bräsig, unaufmerksam, selbstgefällig, verlieren an Responsivität und das zeugt dann meistens Repräsentationslücken, in denen dann Protestparteien entstehen. Symmetrisch bipolare Parteiensysteme haben einen großen Vorteil. Es lassen sich dann leicht Wechsel in der Rolle zwischen Regierungsrolle und Oppositionsrolle herbeiführen. Und wenn diese Parteien sich hinlänglich unterscheiden, aber dennoch einen Basiskonsens über politische Grundkonstanten haben, kann das für die Innovationskraft eines politischen Systems sehr hilfreich sein. Wenn Sie ein fragmentiertes Parteiensystem haben, ja, dann wird es schwierig, wenn Sie zugleich ein parlamentarisches Regierungssystem haben, denn dort braucht es im Parlament Mehrheiten und dann braucht es Koalitionen und die Koalitionsbildung wird umso schwieriger, je mehr politische Parteien in Parlamenten vertreten sind. In Deutschland haben wir es so weit gebracht, dass wir von einem leicht zur Koalitionsbildung befähigten 2,5-Parteiensystem zu einem ja inzwischen 6-Parteiensystem übergewechselt sind, wo immer wieder Koalitionsmöglichkeiten erwogen werden, bei denen sich dem einen oder dem anderen die Haare sträuben und Koalitionen sozusagen politisch erzwungen werden könnten, die man unter anderen Umständen als nachgerade widernatürlich oder auf alle Fälle nicht so recht zusammenpassend eingestuft hätte. Wichtig bei den Parteiensystemen ist dann auch das Mischungsverhältnis zwischen solchen Parteien, die das politische System tragen wollen, und jenen, die als fundamental oppositionelle Parteien auftreten, die also auf dem Standpunkt stehen, die Probleme des Systems, die wir alle kennen, sie sind unlösbar, denn das System selbst ist das Problem. Wir müssen das System überwinden. Ja, wenn Sie viele systemüberwinderische Parteien haben, muss man sich nicht wundern, wenn das System dann von diesen Parteien entweder gar nicht oder nicht so richtig gut regiert wird, dann ist die politische Legitimität leicht gefährdet, die politische Stabilität oft in Mitleidenschaft gezogen. Wenn Sie in einem politischen System lauter systemtragende Parteien haben, die sich eben in politischen Hinsichten unterscheiden, die unterschiedlichen Wählergruppen und somit auch unterschiedlichen Wählerinteressen verbunden sind, dann haben Sie ein ziemlich lern- und leistungsfähiges politisches System. Und es unterscheiden sich die Parteiensysteme insgesamt auch nach dem Grad der Polarisierung. Wie spinnefeind sind denn die Parteien einander wechselseitig? Wer kann nicht mit wem? Oder kann, was der Idealfall wäre, jede Partei mit jeder anderen Partei, freilich unter Inkaufnahme von mitunter ziemlich schwierigen und unangenehmen Kompromissen. Das alles vorausgeschickt habend, können wir uns nun noch einige weitere Fachbegriffe zur Kenntnis nehmen. Hier haben Sie aufgeführt eine sehr gut eingeführte Typologie oder Klassifikation von Parteisystemen, nämlich jene, die Jean Blaudel in die Welt gesetzt hat. Und das sind auch die Begriffe, die es inzwischen in die politische Alltagssprache gebracht haben. Wir haben 2-Parteiensysteme, vielleicht mit gleich großen Parteien. Wenn 3 Parteien gleich stark sind, sprechen wir von 3-Parteiensystemen. Dann haben wir 2 starke Parteien und eine schwache, wie lange Zeit in Deutschland zwischen Union, SPD und FDP. Dann sprechen wir von 2,5-Parteiensystemen.
Es kann Multiparteiensysteme mit einer dominanten Partei geben, so wie wir das System derzeit in Deutschland haben, wobei die dominante Partei freilich nicht mehr 45% wie früher hat, sondern 10 Prozentpunkte weniger. Und es kann, wie im letzten Beispiel, Multiparteiensysteme ohne dominante Parteien geben, was dann einige Probleme bei der Regierungsbildung nach sich zieht. Welche Parteien soll man nun einbeziehen in solche Systemklassifikationen? Was sind hier leitende Gesichtspunkte? Einer der Großen der Parteiensoziologie, Giovanni Sartori, schlug vor, man soll bei der Betrachtung von Parteiensystemen nur solche Parteien einbeziehen, die auch über Parlamentssitze verfügen. Denn Parteien ohne Parlamentssitze sind offenkundig nicht so wichtig oder für die Wähler nicht so bedeutend, denn sonst hätte man sie ja ins Parlament gewählt. Obendrein schlägt er vor, dass man Unterschiede zwischen Parteien, die ein gewisses Koalitionspotenzial haben, die also als Koalitionspartner umworben werden können und folglich neue politische Konstellationen stabiler Art in Aussicht stellen, neue Politikrichtungen eröffnen können, was für Wähler sehr verlockend sein kann und für die Lösung von neuen Problemen ja wohl auch verlockend ist. Und man soll unterscheiden ferner zwischen normalen Parteien und solchen, die ein Erpressungspotenzial haben. Das heißt, jenen, die eine Regierungsmehrheit verhindern können. Man kann mit ihnen zwar nicht koalieren, warum auch immer, aber wenn diese Partei stark genug ist und sich diese oder jener Konstellation ohnehin verweigert, dann kann sie andere Parteien zum Beispiel zu einer Minderheitsregierung zwingen, auf die sich seitens einer solchen Partei mit oppositionellem Erpressungspotenzial dann natürlich in einer relativ bequemen, da öffentlich schwer kontrollierbaren Weise politischer Einfluss ausüben lässt. Und weil man gerne von der rein sprachlichen Beschreibung von Parteiensystemen übergeht zu einer mathematischen Beschreibung, die dann auch internationale Vergleiche erlaubt, auch den Vergleich von Entwicklungen über längere Zeitverläufe hin erlaubt, hat die vergleichende Parteienforschung eine Menge an intellektueller Energie in die Ausfindigmachung, in die Konstruktion von Kennziffern für die Klassifikation von Parteiensystemen hineingesteckt. Einerseits haben wir den sogenannten Fraktionalisierungsindex F von Ray, in den eingeht, wie stark ein Parteiensystem fragmentiert ist. Wenn Sie da unten auf die sartorische Klassifikation gehen, bekommen Sie schon einen intuitiven Hinweis darauf. Ein Parteiensystem, das lediglich zwei große Parteien hat, hat den Fragmentierungsindex von 0,50. Ein Parteiensystem, das ziemlich viele kleine, gleich starke Parteien hat, hat einen wesentlich höheren Fragmentierungswert. Das heißt, je größer der Fragmentierungsindex F ist, umso zersplitterter ist ein Parteiensystem. Im nicht gerade Idealfall, dass Sie nur eine einzige Partei haben, hätten Sie dann natürlich einen Fragmentierungsindex von 0. Aber das hat dann mit Demokratie relativ wenig zu tun. Es gibt dann noch den Index der Anzahl effektiver Parlamentsparteien von Laxo und Tagepera. Und wir schauen dann noch mal etwas näher auf diese Indizes. Die gute Nachricht lautet, sie lassen sich wechselseitig ineinander überführen, auseinander berechnen. Und jetzt schauen wir ein ganz klein wenig in die mathematischen Details hinein, ohne Rechenexempel, aber zu dem Zweck, dass eine bestimmte Idee, wie man politische Tatbestände hier mit Zahlen versieht, also messbar macht, wie das also gehen kann. Dieser F-Index von Ray funktioniert so: Man schaut, welche Anteile haben die Parteien im Parlament, also wie viele Prozent der Sitze entfallen auf eine Partei. Diese Prozentwerte, diese quadriert man, dann macht man die Summe dieser Quadrate, zieht diese Summe von 1 ab und dividiert das Ganze durch 100. Warum so? Muss ich jetzt nicht erläutern, schauen Sie in die Literatur, da haben Sie die mathematische Formel. Und der Laxo-Tagepera-Index, der funktioniert so: Man dividiert, man schaut wieder auf die Summe der quadrierten Sitzanteile der politischen Parteien und man dividiert an dieser Stelle 1 durch diese quadrierten Sitzanteile, die man in Prozent ausdrückt. Und hier haben Sie die Formel dafür. Und wie man das Ganze wechselseitig umrechnet, steht hier. Und wenn Sie in die Parteienliteratur, in die vergleichende Parteienliteratur blicken, werden Sie sehr häufig mit diesen Indizes operiert sehen. Und jetzt haben Sie auch eine Idee, was dahinter steht. Und ich würde dringend dazu raten, das anhand von ein oder zwei Berechnungsbeispielen, etwa aus dem Deutschen Bundestag oder Deutschen Landtagen, sich selbst im Detail
anzueignen. Wie schaut es denn in der Wirklichkeit aus? Die Daten, die ich Ihnen jetzt zeigen werde, sind ziemlich alt, sind nicht aktuell. Es wäre reizvoll, sie mit aktuellen Daten zu vergleichen. Und weil ja Wissenschaft viel mit selber tun zusammenhängt, würde ich dringend dazu raten, die aktuellen Werte selbst in der Literatur, im Internet zu recherchieren, was keine sonderliche Anstrengung ist, mit den auf meiner Folie befindlichen Dateien, Zahlen, meistens aus den 90er Jahren, zu vergleichen. Und dann bei diesen politischen Systemen sich zu überlegen, was ist denn in der Zwischenzeit alles passiert. Wenn Sie dazu in der Lage sind, ja, dann wissen Sie eine ganze Menge aus der konkreten vergleichenden Systemforschung. Wenn nicht, dann haben Sie intellektuelle Leer- und Fehlstellen entdeckt und können an diesen weiterarbeiten. In diesem Sinne also ein Blick in die Vergangenheit, aus welchem Sie in die Zukunft streben sollten. Wir unterscheiden ja verschiedene Sorten von Demokratien, konsolidierte, fragile und so weiter. Fangen wir an mit den konsolidierten Demokratien. Die niedrigsten Werte für die Anzahl effektiver parlamentarischer Parteien haben wir in unter englischem Einfluss aufgebauten und funktionierenden politischen Systemen, die eben auch ein Wahlrecht hatten oder haben, das die Anzahl der politischen Parteien reduziert. Im Mittelfeld finden sich Staaten wie die USA, Österreich, Deutschland, Schweden. Oder fanden sich in den Jahren, in den 90er Jahren, aus denen diese Zahlen stammen. Die höchsten Werte gab es für Italien, für Finnland, die Schweiz, weil eben dort auch das Wahlrecht zu wesentlich zahlenstärkeren bzw. zahlenstärkeren Parteiensystemen führt. In Zentralosteuropa variierte in den Jahren oder in den Jahrzehnten, in den ein, zwei Jahrzehnten nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Zusammenbruch des Ostblocks, variierte die effektive Zahl der Parteien ziemlich stark, weil eben Parteiensysteme Dinge sind, die sich erst im Laufe der Zeit verfestigen müssen. Parteien müssen ihre Organisation stabil halten. Sie müssen so überzeugende Politik machen, dass die Wähler sie auch wieder wählen. Die Wählerschaft verändert sich, ihre Prioritäten verändern sich. Dass überhaupt Parteiensysteme halbwegs stabil sind, sollte man nicht als eine Naturtatsache nehmen. Das ist schon eine ziemliche ausnahmeartige Erscheinung, hinter der dann gelingende Politik in der Regel steht. In Afrika haben wir wesentlich geringere Anzahlen von effektiven Parteien. Bei den Wahldemokratien im Durchschnitt gut zwei. Wir haben einerseits Parteiensysteme mit extrem wenigen Parteien, bei denen dann immer der Verdacht sehr nahe liegt, dass die Dominanz einer bestimmten Partei nicht unbedingt mit Demokratie etwas zu tun hat. Manche haben mehrere Parteien, aber noch nicht allzu viele. In Lateinamerika haben wir in der Regel mehr effektive Parteien als in Afrika, wobei die Spitzenreiter hier unten aufgetragen sind. Hausaufgabe für Sie: Schauen Sie etwas näher in diese Staaten hinein, versuchen Sie zu begreifen, warum gibt es in den einzelnen Staaten mehr oder weniger Parteien, und schreiben Sie diese Zahlen bis zur Gegenwart fort, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was sich an politischen Entwicklungen dort getan hat. Das Wahlrecht also ist der Schlüssel zum Verständnis der Ausgestaltung von Parteiensystemen, gemeinsam mit gesellschaftlichen Konflikten, auf welche die Parteien zu reagieren haben. Und wer beim Reagieren zu spät kommt, dem bestraft dann eben das Leben, in der Regel mit dem Auftreten von der eigenen Partei sehr unangenehmen Protestparteien. Schauen wir nun etwas näher auf Verzerrungswirkungen des Wahlrechts. Die Leitfrage der Analyse lautet: Wie disproportional ist denn die Sitzverteilung im Parlament im Vergleich zur Stimmenverteilung, die der Wähler am Wahltag bewerkstelligt? Anders gewendet: Wie fair oder wie unfair ist das Wahlrecht? Wobei anzufügen ist, dass was als fair oder unfair gilt, je nach Kultur sehr verschieden sein kann. Engländer finden ihr relatives Mehrheitswahlrecht für unglaublich fair. Einer wird gewinnen und der hat eben gewonnen. Leute, die in der Denkweise des Verhältniswahlrechts aufgewachsen sind, finden es für völlig unfair, dass eine Partei, jetzt wieder im Rechenexempel, die in England in sämtlichen Wahlkreisen 34% der Stimmen gewönne, dass sie dann im Parlament 100% der Sitze haben könnte, obwohl 66% der Wähler dann nicht für diese eine Partei gestimmt haben. In der Praxis kommt sowas nicht vor, aber theoretisch ist es möglich, und das würde unser einem nahelegen, dass ein Wahlrecht, das eine so extreme Verzerrung zwischen Wählerstimmen und Parlamentssitzen erlaubt, ein unfaires wäre.
Also Sie sehen, die Frage nach der Disproportionalität der parlamentarischen Sitzverteilung im Vergleich zur Stimmenverteilung am Wahltag ist schon eine relevante Frage. Auch die Antworten auf diese Frage wurden messbar gemacht durch den sogenannten Gallagher-Index. Der Leitgedanke ist, dass man die Stimmenanteile der Parteien mit den Sitzanteilen der Parteien verrechnet und hieraus eine standardisierte Maßzahl gewinnt. Das Ganze funktioniert so, dass man wieder mal die Differenzen der Stimmenanteile am Wahltag und der Sitzanteile der Parlamente nimmt. Würde man die einfach summieren, käme dann im Wesentlichen 0 heraus. Folglich quadriert man diese Differenzen, um einen von 0 abweichenden Wert zu haben. Und aus dieser quadrierten Summe, weil man ja quadriert hat, zieht man die Wurzel. Das ist dann dieser Gallagher-Index. Und anhand dessen bemessen, bemerkt man Dinge, die einem einleuchten. Die Disproportionalität, also die Unfairness des Wahlsystems, ist am geringsten in Ländern mit Verhältniswahlsystem. Und der Preis für eine solche Fairness, für eine besonders große Proportionalität der Sitzverteilung der Mandate der Parteien im Parlament und der Stimmenverteilung am Wahltag, der Preis, den man bezahlen muss, ist eben, wenn man ein parlamentarisches Regierungssystem hat, eine ziemlich geringe Regierungsstabilität. Und am größten ist diese Disproportionalität, was jetzt nicht verwundert, in Ländern mit Mehrheitswahlsystemen, gigantisch in Großbritannien, ist noch größer in Frankreich mit seinem ganz besonderen, auf zwei, in der Regel zwei Wahlterminen beruhenden Mehrheitswahlrecht. Und das ist dann eben der Preis für größere Regierungsstabilität, die man im parlamentarischen Regierungssystem nun einmal braucht. Darum hat es schon seinen tieferen Sinn, dass das parlamentarische Regierungssystem entstanden ist, dort, wo von jeher Mehrheitswahlrecht eingeführt worden ist. Das Wahlverhalten selbst ist ja auch nicht konstant bei den Wählern. Mal wählen die diese Partei, mal eine andere Partei. Es gibt dann regelrechte Umschwünge, Protestparteien kommen auf. Dieses Flattern, diese Flatterhaftigkeit des Wahlverhaltens nennt man mit dem Fachbegriff Volatilität. Und die Volatilität ist für Parteiführer ein wichtiges Thema. Wie bekomme ich die Leute, die mich das letzte Mal gewählt haben, am nächsten Wahltag wieder dazu, mich zu wählen? Und wie ziehe ich von anderen auch noch Wählerstimmen ab? Also, sie ist von praktischer Wichtigkeit und folglich muss man sie auch irgendwie analytisch erfassbar machen. Laut Definition meint also Volatilität Folgendes oder ist ein Wert, der umso größer ist, je mehr Wechselwähler es gibt, die früher die eine Partei, jetzt eine andere Partei wählen. Und sie ist außerdem umso größer, je größer die Schwankungen im Anteil der Nichtwähler sind. Denn ich meine, wer das letzte Mal nicht gewählt hat, obwohl er wahlberechtigt war, jetzt aber wählt, ja, der verändert natürlich etwas in der Zusammensetzung des Wahlkörpers und folglich eben bei den Wahlergebnissen fassbaren Wahlverhalten. Die empirischen Befunde zeigen Folgendes an. Diese Volatilität, schwierig für Politiker zu handhaben, oft auch ein Indikator für Politikfehler oder für Repräsentationsdefizite. Diese Volatilität ist, wie die vergleichende Systemforschung zeigt, umso geringer, je stärkere Cleavage-Strukturen das Parteiensystem prägen. Achtung, Cleavages sind jene gesellschaftlichen Großkonflikte, um die herum sich Parteiensysteme ausbilden. Im 19. Jahrhundert waren die wesentlichen gesellschaftlichen Großkonflikte jene Cleavages, aus denen die heute noch bestehenden Parteiensysteme weithin entstanden sind. Einmal der Konflikt zwischen Liberalen und Konservativen. Es war der Konflikt zwischen Kapital und Arbeit, aus dem die sozialistischen Parteien entstanden sind. Später, nicht von ganz so lang andauernder politischer Rolle, ist es der Cleavage zwischen denen, die den liberalen Staat, den bürgerlichen liberalen Staat für eine gute Einrichtung halten und jenen, die ihn bestritten, teils die kommunistischen Parteien, insbesondere aber auch die faschistischen Parteien. Im 20. Jahrhundert kommt das neue Cleavage, der gesellschaftliche Konflikt über Nachhaltigkeit bei der Nutzung natürlicher Ressourcen, bei der Nutzung von Energie und so weiter hinzu, aus dem die ökologischen Parteien entstanden sind. Und wann immer in einer Gesellschaft ein neuer Cleavage auftaucht, wirbelt das die Parteistrukturen durcheinander.
feste gesellschaftliche Großkonflikte, die eingefroren sind, die einfach da sind, an die man sich gewöhnt hat, die auch nicht vergehen, um die herum sich die sogenannten versäulten Partei- und Verbandsstrukturen entwickeln, ja, die geben einem Parteiensystem Stabilität. Bis hin zu dem Punkt, dass man sagt, man kann einen Besenstiel hinstellen, wahlweise schwarz, rot oder grün anstreichen. In dem Wahlkreis ist die Stimmungslage so, die Farbe wird auf alle Fälle gewählt. Kommt es zu einem neuen gesellschaftlichen Großkonflikt, dann schichten sich Parteisysteme um. Die alte Stabilität zerfällt, Volatilität nimmt zu. In Europa erleben wir das derzeit beim Aufkommen der populistischen Parteien. In Deutschland wie unter dem Mikroskop. Der neue gesellschaftliche Großkonflikt scheint jener zu sein zwischen denen, welche Nationen auch im 21. Jahrhundert und in der kommenden Zeit für die wichtigsten Bausteine der politischen Ordnung halten, die folglich den Nationalstaat auch als Solidargemeinschaft stärken wollen, die deswegen auf der Ziehung von Grenzen und der Sicherung von Grenzen gegen unerwünschte Migration beharren, und jenen zu sein, die sagen, der Nationalstaat hat ausgedehnt, ist ein Konstrukt der Vergangenheit, wir brauchen die Abschaffung von Staaten, wir brauchen keine Nationen, wir brauchen keine Grenzen, wir brauchen Europäisierung, Globalisierung und im Grunde brauchen wir Migration, und wenn wir sie schon nicht brauchen, können wir sie zumindest nicht vermeiden, folglich sollen wir sie akzeptieren. Es ist also der Konflikt um die Rolle der Nation, verbunden mit der Rolle von Migration, befürworten oder drosseln, welcher als neuer Konflikt Parteiensysteme umgestaltet. In Deutschland ist es ja ganz unübersehbar. Es profitieren die Parteien, die sich ganz klar in diesem gesellschaftlichen Großkonflikt positionieren. Das sind die Grünen auf der einen Seite, das ist die AfD auf der anderen Seite. Parteien, die eine sehr unklare Haltung haben, zerrissen zwischen Basis und Führung, wie die SPD, werden nachgerade zerrieben. Und entsprechend ist das Wahlverhalten. Wir beobachten derzeit große Wählerströme, einerseits von den Nichtwählern hin zur neuen Partei der AfD, von Unionswählern hin zu dieser neuen Partei, klar rechts von der politischen Mitte hin bis zum rechten Rand, also genau dort, wo die Union die Wählerschaft nicht mehr abholen oder beeinflussen wollte, weil sie sich nur noch als Partei der Mitte verstand. Wir beobachten starke Wählerströmungen weg von der Sozialdemokratie und von der Linkspartei hin zur AfD. Und das alles ist eben ein Zuwachs an Volatilität, der damit zu tun hat, dass eben ein neuer gesellschaftlicher Großkonflikt, ein neuer Cleavage auftaucht und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unsere politischen Systeme während des nächsten Vierteljahrhunderts oder halben Jahrhunderts prägen wird. Die Volatilität ist umso größer, ist umso geringer, je größer die Bindekraft der politischen Parteien ist. Also die Fähigkeit der Parteien, aufgrund ihrer Positionierung in den aktuellen gesellschaftlichen Großkonflikten, Wähler an sich zu binden. Gewinn von Bindekraft nennt sich Alignment. Derzeit sieht man im Bereich der AfD einen Prozess des Alignments, den Prozess der Abnahme von Parteibindung der Wähler nennt man De-Alignment. Wir erleben ein solches De-Alignment bei der CDU und noch stärker im Bereich der SPD. Zu tun hat mit diesen Prozessen des Alignments, De-Alignments oder Re-Alignments, wenn sich die Bindekraft der Parteien umschichtet. In diesem Bereich ist das nächste wichtige Konzept das der Parteiidentifikation. Mit welcher Partei identifizieren sich Wähler und identifizieren sich Wähler so weit, dass sie auch Schwankungen im Kurs der Partei, Unzulänglichkeiten des politischen Führungspersonals und so weiter in Kauf zu nehmen bereit sind. Und je größer die Parteiidentifikation von Wählern ist, also ihre Aussage, mein Großvater war Sozialdemokrat, mein Vater war Sozialdemokrat, deswegen bin ich auch Sozialdemokrat und ich werde meinen Sohn auch zum Sozialdemokraten erziehen, ja, dann müssen sich politische Parteien um die Volatilität ihrer Wähler keine sonderlichen Sorgen machen. Wenn es aber keine inneren Gründe mehr für solche Parteiidentifikation gibt, weil Politik der bisherigen Wählerschaft nicht mehr einleuchtet, umso größer wird dann die Gefahr für Parteien, in den nächsten Parlamenten keine nennenswerte Rolle mehr zu spielen. Und diese Volatilität des Wahlverhaltens versucht man natürlich auch zu messen und kann es auch messen. Mogens Pedersen hat dafür einen Index vorgelegt. Die mathematische Formel ist hier aufgeschrieben. N ist die Anzahl der Parteien, welche zu den Zeitpunkten T und T minus 1, also bei der jetzigen und bei der letzten Wahl, an Wahlen teilgenommen haben.
Die Differenz von P ist der Absolutbetrag des Unterschieds der Stimmen einer Partei P in zwei Wahlkreisen. Also man nimmt sämtliche Parteien, die an einer Wahl teilgenommen haben, nimmt ihre Stimmenanteile zum einen und zum anderen Wahltermin, berechnet die Differenz, summiert diese Differenzen auf, nimmt den Betrag dieser Differenzen und halbiert diesen Betrag, und damit bekommt man einen Indexwert, anhand dessen man die Volatilität zwischen einzelnen Staaten und im Zeitverlauf ganz vorzüglich erfassen kann. Bei den westeuropäischen Ländern gab es relative Stabilität lange Zeit, nette Volatilität bei so 9,6%. Besonders niedrig war die Volatilität im festgefügten österreichischen Parteiensystem, in der Schweiz, auch im Vereinigten Königreich, bevor das System aufgemischt worden ist durch die Sozialliberalen und so weiter. Besonders groß war die Volatilität, also die Untreue der Wähler zu ihren bisherigen Parteien in Griechenland, Frankreich, Spanien und Portugal. In Spanien und Portugal mussten sich dann nach den Diktaturen die Parteiensysteme neu finden und so weiter und so fort. In den postkommunistischen Ländern war die Volatilität besonders groß, weil ja die Parteiensysteme sich überhaupt erst neu formieren mussten. In den afrikanischen Staaten nach dem Ende des Ost-West-Konflikts und dem Ende der dortigen, jeweils unterschiedlich gestützten Diktaturen, war die Volatilität sozusagen mittelstark zwischen konsolidierten Demokratien und den postkommunistischen Staaten. Sie ging dann zurück, je mehr sich Wahlen etablierten, und seien es auch sozusagen defekte Wahlen mit jeder Menge von Einschränkungen der Integrität des Wahlprozesses. In Lateinamerika war die Volatilität wesentlich höher als in Afrika. Spitzenreiter Peru, Guatemala. Bitte wiederum auf diese Fälle gucken, um zu verstehen, was sich an realen politischen Prozessen dahinter verbirgt. Und bitte auch aus der Literatur, aus dem Internet die heutigen Volatilitätswerte herbeiholen und mit den früheren vergleichen, um zu verstehen, was sich in diesen Ländern getan hat. Fußnote: Ohne dass man sich selbst um Weiterentwicklung seiner Einblicke bemüht, ohne dass man selbst die entsprechenden mathematischen Operationen relativ einfacher Art durchführt, bleibt das alles ganz abstrakt und geht an einem vorbei. Also nehmen Sie Anteil, indem Sie selbst diese Folien, wie von mir erwünscht, fortschreiben bis zur jeweiligen Gegenwart. Besonders stabil war das Wahlverhalten in Chile und in Honduras. Auch da lohnt es, näher hinzugucken. So, so viel zu den Unterschieden in den Parteiensystemen. Blicken wir als letzten Faktor auf die politische Kultur. Das kann kurz geschehen, weil die einschlägigen Konzepte ja wohl bekannt sind. Unter politischer Kultur versteht man drei Dinge. Einmal die Vorstellungen, welche die Bevölkerung eines Landes von der Politik, von ihrem politischen System hat und auf deren Grundlage sie die politische Situation so oder anders definieren und daraus ihr politisches Handeln ableiten. Das zweite Element politischer Kultur sind die Einstellungen. Man stellt sich zunächst etwas vor, aber ob man es für gut oder schlecht findet, für zu überwinden oder für zu bewahren hält, ist eine andere Frage. Das ist die Frage nach der Einstellung. Und Einstellungen progressiver, konservativer, revolutionärer, sonstiger Art prägen natürlich ein politisches System. Und das dritte Element politischer Kultur ist das konkrete politische Verhalten, das aus Vorstellungen und Einstellungen erzeugt wird, beginnend vom politischen Informationsverhalten, das irgendwo bei Nicht-Existenz sein kann, bis hin zum intensiven Verfolgen des politischen Geschehens aus vielen qualitätsvollen Quellen. Und das kann dann reichen, das politische Verhalten über Wahlverhalten, Engagement im vorpolitischen Raum, Mitmachen bei Protest oder sonstigen Veranstaltungen. Und es kann reichen bis dahin, dass ein nennenswerter Teil von Bürgern selbst eine professionelle politische Rolle übernimmt, bis hin dazu, dass man eben Parlamentsabgeordneter werden will oder hauptamtliche Bürgermeister. Also das meint politische Kultur technisch gesehen und ist eine große Spannweite, und je nachdem, wie es in einem Staat mit alledem aussieht, wird sein politisches System unterschiedlich funktionieren. Unabhängig davon unterscheiden wir seit einer berühmten Studie von Ellman und Werber drei Grundformen politischer Kultur. Das eine ist eine parochiale Kultur, wo die Leute im Grunde apolitisch sind und sich jenseits ihres Kirchturmhorizonts um das Gemeinwesen keine Sorgen machen oder nicht kümmern oder das für ihr Leben unbeachtlich erklären.
Dann gibt es die Untertanenkultur, nämlich die Vorstellung, ja, die Obrigkeit, irgendwie wissen die das alle schon. Und selbst wenn sie es nicht wüssten, könnten wir ohnehin nichts gegen deren Politik machen. Am besten schauen wir, dass wir ungeschoren durch das Leben kommen. Ja, nicht der Obrigkeit in die Quere kommen. Geh nie zu deinem Fürst, wenn du nicht gerufen wirst. Politisch Lied, ein garstiges Lied. Bleiben wir von der Politik ferne, dann wird sie hoffentlich auch uns ferne bleiben, was im Übrigen ein großer Irrtum ist. Die Vorstellung, stell dir vor, es ist Politik und keiner geht hin, stimmt genauso wenig wie der Satz, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, denn der berühmte Satz von Brecht geht weiter, dann kommt der Krieg zu dir. Und wer sich von der Politik fernhält, soll nicht damit rechnen, dass sich die Politik und ihre Konsequenzen von ihm fernhalten. Deswegen ist es, wo immer möglich, wesentlich klüger, eine Bürgerkultur aufrechtzuerhalten, wo sich möglichst viele Leute, nicht gezwungenermaßen, sondern Kraft eigener Einsicht oder Kraft eigener Lust, am Politikmachen beteiligen, in den unterschiedlichen Abstufungen zwischen praktiziertem politischem Interesse bis hin zum ehrenamtlichen oder hauptamtlichen politischen Engagement. So, und wenn Sie nun auf alle diese Sachen blicken, merken Sie, dass selbst im Systemtyp des demokratischen Verfassungsstaates eine unglaublich große Variationsweite ist. Und wenn Sie noch näher auf das alles blicken, werden Sie sogar herausfinden, wie denn diese einzelnen Elemente miteinander interagieren. Und hätten wir mehr Zeit in dieser Vorlesung oder machten speziell ein Seminar über demokratische Verfassungsstaaten, würden wir jetzt alledem, gestützt auf die einschlägige Literatur, mit etlicher Liebe zum Detail nachgehen. Gehen wir zurück auf die Landkarte, in die wir jetzt unseren Durchgang durch die politischen Systeme einbetten. Es ist die altbekannte aus den einführenden Lehrveranstaltungen. Wir gliedern politische Systeme nach ihrer Herrschaftsstruktur zwischen Gewaltenteilern und monistisch. Wir gliedern sie nach der Organisation der politischen Willensbildung in ihnen zwischen konkurrierend und monopolisiert. Wir gliedern sie nach dem politischen Gestaltungsanspruch, den diese politischen Systeme erheben. Der kann ein begrenzter sein. Es reicht Sicherheit nach außen, Rechtssicherheit und Frieden im Inneren. Er kann aber auch unbegrenzt sein. Es soll sozusagen das ganze Leben, so sein, wie Gott es will. Deswegen wollen wir auch, dass die Scharia in unserem Staat gilt, nämlich jenes Recht, das Gott selbst den Menschen mitgeteilt hat. Oder wir wollen den Staat zu einem wirklich wahrhaftig kommunistischen machen, weil nur dann die Freiheit des Menschen, das Ausbüchsen aus unnötigen Zwängen gewährleistet ist. Warum auch immer, der politische Gestaltungsanspruch kann auch unbegrenzt sein. Und in dem so entstandenen dreidimensionalen Merkmalsraum können wir, wie schon mehrfach gezeigt, sämtliche politischen Systeme verorten. Ehrlich gesagt, die Sache ist noch komplizierter, denn es gehörte sich noch eine vierte Dimension mitzudenken, nämlich Offenheit gegen Geschlossenheit. Offenheit der Herrschaftsstruktur für Leute, die neu mitregieren wollen, oder Abschluss. Offenheit der politischen Willensbildung für neue Konkurrenten, für neue Ideen oder monopolisiert. Alle politischen Kräfte, die man braucht, gibt es schon. Das sind die Grenzen des Sagbaren. Alles andere, was gesagt wird, darf nicht in die politische Willensbildung einfließen, da dumm, gaga, phobisch, faschistisch, rassistisch oder sonst etwas. Und der politische Gestaltungsanspruch, auch der kann offen oder geschlossen sein. Es kann neue Gestaltungswünsche geben, die man dem Staat andient und ansinnt, wo er neue Politikfelder entwickeln soll. Aber es kann so sein, dass ein Staat sagt, dafür bin ich zuständig, dabei bleibt es, was anderes mache ich nicht. Diese vierte Dimension lässt sich nun grafisch nicht abbilden und darum kommen sie meistens zu kurz. Aber ich bitte Sie, fortan diese vierte Dimension der Offenheit, Geschlossenheit mitzudenken und das Ganze dann idealerweise auch mit Poppers Konzept einer offenen Gesellschaft zu verbinden. Das vorausgeschickt habend, können wir nun sagen, dass wir in diesem dreidimensionalen Merkmalsraum einige interessante Eckpunkte haben. Das eine Extreme ist die totalitäre Diktatur mit monistischer Herrschaftsstruktur, monopolisierter Willensbildung und unbegrenztem Gestaltungsanspruch. Das andere Extrem ist der soeben behandelte liberale demokratische Verfassungsstaat mit Gewaltenteilung, Konkurrenz und begrenzter politischer Gestaltungslust. Und in der weiten Mitte haben wir das große Spielfeld der autoritären Diktaturen, das wir in dieser Vorlesung nur knapp streifen wollen. Zu den Einsichten aus dem Blick in Geschichte und Gegenwart gehört, dass totalitäre Diktaturen in der Regel nicht lange bestehen, sondern sich irgendwann zu ganz normalen autoritären Diktaturen weiterentwickeln.
weil einfach dieses Maß an Durchherrschen und Gewaltanwendung, gesellschaftlichem Ressourcenverschleiß, das mit Totalitarismus einhergeht, nun einfach nicht auf Dauer aufrechtzuerhalten ist. Während es tröstlich ist, dass totalitäre Diktaturen nach einiger Zeit unweigerlich in autoritäre Diktaturen münden, ist das ähnliche Phänomen beim liberalen demokratischen Verfassungsstaat überhaupt nicht so erfreulich. Denn die Geschichte zeigt, dass dieser Typ von System sehr kompliziert, sehr voraussetzungsreich ist, dass seine Voraussetzungen auch nicht bruch- und nahtlos und selbstverständlich reproduziert werden können, sodass eben auch immer wieder liberale demokratische Verfassungsstaaten zusammenbrechen. Denken Sie an jene, die nach dem Ersten Weltkrieg in nennenswerter Zahl in Europa errichtet wurden und die großenteils der Faschisierung zum Opfer gefallen sind. Das heißt, es mündet dann eben doch sehr viel an politischen Systemen in dieser weiten Welt von autoritären Diktaturen, die wir uns auch noch ein wenig näher ansehen müssen. Lenken wir den ersten Blick aber auf eine sehr schreckliche und sehr folgenreiche, aber Gottlob in der Geschichte ziemlich seltene Form von politischen Systemen, nämlich die totalitären Diktaturen, und machen wir uns knapp klar, wieso sie denn entstehen und woraus sie entstehen und woraus sie ziemlich unweigerlich entstehen, wenn man nicht aufpasst. Die Entstehungsdynamik von Totalitarismus ist immer die: Es gibt eine Gesellschaft, die bestimmte Probleme hat. Und die Bürger in dieser Gesellschaft hätten gerne diese Probleme gelöst, ganz gleich, ob sie diese Probleme richtig oder falsch verstehen. Auf alle Fälle, es tauchen dann irgendwann Leute auf, energisch, zuversichtlich in die Zukunft blicken, die behaupten, sie hätten die Lösung der Probleme oder Alternativen für das politische System. Das können Einzelne, kann eine neue Partei, kann eine neue Führungsgruppe, eine neue Führungsklick sein. Die kommen also an die Macht, etwa über Wahlen, bei denen Protestparteien gewählt werden, weil viele Bürger den etablierten Parteien innerlich gekündigt haben. Diese neue Führungsgruppe übernimmt die Schaltstellen der Macht, die Kanzlerämter, Staatskanzleien und so weiter und so fort. Und diese neue Gruppe fängt an, die Gesellschaft in Ordnung zu bringen, und zwar in der Weise, dass sie sagt: Früher habt ihr die und die Werte in eurem Alltag angewandt, ihr wart schlampig, nicht ehrgeizig, nachlässig, hatte keine Vision von eurem Land. Das muss jetzt anders werden. Wir wollen jetzt ein neues Wertesystem oder das reformulierte, neu ins Leben gerufene Alte durchsetzen. Und dann fängt man an, neuen Wind und neuen Zug in die Gesellschaft zu bringen. Man betreibt proaktive Gestaltungspolitik, lässt also die Sachen nicht weiterlaufen, versucht dieses neue Wertesystem in verschiedenen Zweigen der Gesellschaft durchzusetzen. Naja, wenn das Wertesystem so ist, dass die Gesellschaft sagt: Hurra, genau darauf haben wir schon lange gewartet und es ist so schön, dass jetzt neuer Wind weht, wir alle machen mit, ja, dann ist es ganz hervorragend. Es kann aber sein, dass das neue Wertesystem so geartet ist oder dass die Durchsetzungspraxen dieses neuen Wertesystems so vollzogen werden, dass sie in der Gesellschaft Widerstand regt. Die Gesellschaft will einfach nicht reformiert werden, will nicht weiterentwickelt werden, will nicht revolutioniert werden, obwohl das notwendig wäre. Es erwächst also Widerstand. Jetzt kann diese neue Führungsgruppe zweierlei machen. Sie kann sagen: Oh, es gibt Widerstand, dann hören wir eben auf damit. Da wird eben kein islamischer Staat errichtet, kein Kommunismus errichtet, keine Alternative für X-Land ins Werk gesetzt. Kann man machen. Es kann die Führungsgruppe aber sagen: Es ist wichtig, dass dieser Widerstand gebrochen wird, weil genau diese alten Kräfte dem sinnvollen Neuen entgegenstehen, das zu verwirklichen unsere historische Mission oder unser Wählerauftrag ist. Kurzum, diese Herrschaftsgruppe, die kann sich daran machen, den gesellschaftlichen Widerstand, der ihr auch in breiter Front entgegenprallen kann, niederzuringen, zu bekämpfen. Brechung des Widerstandes wird dann zu einer zentralen Aufgabe von Politik. Und genau aus dieser Brechung des Widerstandes, aus der Repression der Gesellschaft, aus der Beschneidung jener Freiheitsmöglichkeiten, aus denen Widerstand generiert wird, in genau der Brechung dieses Widerstandes bestehen jene Elemente von Totalitarismus, die einem in der Regel einfallen. Verhaftungsaktionen, Geheimpolizei, Schauprozesse, Lager, Exekutionen und im Vorfeld all dessen die Verteufelung des politischen Gegners. Wichtig ist zu begreifen, dass das Zentrale an Totalitarismus nicht diese scheußlichen Machtanwendungen sind. Sie sind die Oberflächenerscheinungen, die Nachfolgewirkungen. Sie sind die Sekundärphänomene,
obwohl sie für den Betroffenen sich wahrhaftig nicht sekundär anfühlen. Aber das Primärphänomen ist die Durchsetzung eines neuen Wertesystems. Und dieses Wertesystem gegen Widerstand durchzusetzen, das führt eben zu diesen ganzen scheußlichen Repressions- und Unterdrückungsmaßnahmen, die solche Art von Herrschaft so furchtbar machen. Ob dieses Wertesystem ein rotes ist, ein braunes oder ein grünes oder ein sonstiges, und Sie können jetzt damit politische Richtung gleich welche Art assoziieren, ist völlig egal. Die Funktionsweise ist genau die gleiche, genauso wie ein Verbrennungsmotor Autos unterschiedlicher Macharten und unterschiedlicher Funktion und unterschiedlicher Farbe antreiben kann. Genauso treibt dieses Primärphänomen gegen Widerstand ein neues Wertesystem durchzusetzen, der Richtung totalitäre Herrschaft herbei. In den Sekundärphänomenen schauen so manche totalitäre Diktaturen so aus wie autoritäre Diktaturen, wo auch verhaftet, schauprozessiert, in Lager gesperrt, unterdrückt, Zensur ausgeübt, eingeschüchtert, verteufelt wird. Aber autoritäre Diktaturen sind solche, die einfach bestehende Herrschaft sichern wollen. Wenn man etwas Neues durchsetzen will gegen Widerstand, dann entsteht Totalitarismus, aber der entfesselt dann so große Nebenwirkungen, Schadenswirkungen. Sie müssen nur an die russische Revolution denken, dass sich so etwas nicht auf Dauer durchhalten lässt. Insofern ist die tröstliche Nachricht die, dass Totalitarismen meistens nicht allzu lange dauern. Aber selbst wenn sie nur 2 Jahrzehnte dauern oder 3 Jahrzehnte oder 4, ist es für die Betroffenen, die dann 50, 60, 70 Jahre lang leben, alles andere als erfreulich, wenn sie hören, nach meinem Tod wird gewiss diese schreckliche Herrschaft vorbei sein. Schauen wir auf autoritäre Diktaturen. Autoritäre Diktaturen kann man auch wieder in einem dreidimensionalen Merkmalsraum verorten und das ist angesichts ihrer Vielfalt auch hilfreich, um Überblick und klaren analytischen Verstand zu behalten. Die eine Dimension ist die Grad der Machtteilung eines Staates. Am einen Ende kann das stehen, was Juan Linz genannt hat, eine synarchische Clanherrschaft. Unterschiedliche Clans, Sozialverbände und ihre Chefs, sie teilen sich das Politikmachen und die Geschäfte und die Ausbeutung von Gesellschaft und Bodenschätzen oder von gleich was. Deswegen der Begriff Synarchie, gemeinsames Herrschen der Häupter dieser Clans, die dann schiedlich, friedlich in begrenzten Konflikten ihr Miteinander regulieren und dafür sowas wie einen Staat im Grunde nicht brauchen. Am anderen Ende gibt es den Staat mit einer klar durchstrukturierten Einparteienherrschaft. Das ist ziemlich genau das Gegenteil von so einer synarchischen Sozialverbands-Clan-Führerherrschaft. In der zweiten Dimension betrachten wir den Grad der Partizipation der Regierten. Naja, diese Partizipation kann so sein, dass man den Leuten sagt, kümmert euch bloß nicht um Politik, das ist gefährlich und außerdem, wir verstehen von Politik eh mehr als ihr. Vertraut uns einfach, wir haben immer schon regiert, warum soll das nicht weitergehen? Seid ihr tatsächlich so schlecht gefahren? Zumindest verhungert seid ihr noch nicht. Im anderen Extrem können die Regierenden sagen, hey, wir müssen das Potenzial unseres Landes entwickeln. Wir brauchen eine besser gebildete Bürgerschaft. Wir brauchen Leute, die lesen und schreiben können, die Mathematik können, die in den MINT-Fächern gut sind, um unsere Technik zu entwickeln. Und insbesondere, wir brauchen Leute, die sich am Staatswesen und an der öffentlichen Verwaltung beteiligen und in der Zivilgesellschaft wirken. Das heißt, man mobilisiert die Bevölkerung, freilich im Dienst der eigenen Herrschaftsinteressen. Gute Mobilisierung ist eine, die meiner Partei förderlich ist. Schlechte Mobilisierung ist eine, die eine andere Partei ins Leben oder gar an die Macht bringen könnte. Das werde ich natürlich unterbindern. Die dritte Dimension kann man nennen Grad der Ideologisierung. Wie soll mit dem umgegangen werden, was die Leute im Kopf haben und denken und fühlen und empfinden? Sollen die überkommenen Mentalitäten einfach weiter gepflegt werden? Denn die kennt man, mit denen fährt man gut, auf die ist das ganze Sozial- und Wirtschaftsgefüge abgestimmt. Warum soll man Dinge reparieren, die ohnehin funktionieren? Man kann aber auch zur Einsicht kommen, ja, das bisherige Denken, so stabil es ist, es taugt nicht mehr für die heutige Zeit. Wir haben neue Herausforderungen, technische Herausforderungen, expandierende Nachbarmächte, ein aufkommendes neues globales System, in dem wir uns behaupten müssen. Wir müssen die Kräfte unserer Gesellschaft in Wallung bringen, unser gesellschaftliches Potenzial abrufen. Und deswegen müssen jetzt die Leute bitte auf eine Linie.
nämlich auf jene, die ich vorgebe, weil ich ja weiß, was gut für unser Land ist. So etwas nannte man dann Ideologisierung. Und anhand von diesen drei Dimensionen können wir wieder unseren bekannten dreidimensionalen Merkmalsraum aufbauen. Und spannend sind wie immer die Extremwerte. Auch hier muss man freilich, bevor wir die Extremwerte betrachtet, noch eine Zusatzbemerkung machen. Auch hier sind wichtige Sachen nicht so richtig abgebildet, weil man mehr Dimensionen als drei bräuchte. Der erste Bereich, der nicht abgebildet ist, aber mitbedacht werden sollte, ist, dass es ja unterschiedliche Gesellschaftsbereiche geben kann, in die hinein der staatliche Gestaltungsanspruch reicht. Ich möchte im Bildungswesen technische Bildung in meiner Bevölkerung voranbringen, damit die mit moderner Technik umgehen, ja vielleicht moderne Technik sogar selbst produzieren können. Was ich nicht brauchen kann, das ist politische Bildung, geschichtliche Bildung. Da kämen die Leute auf quere politische Gedanken. Und dieser ganzen Bereich der musischen Bildung, wir brauchen das wirklich, dass Leute Gedichte verstehen, ja gar selbst schreiben können. Nö, da investiere ich kein Geld. Also die Bereiche, die man staatlich gestalten will, können von Land zu Land, von Diktatur zu Diktatur sehr unterschiedlich sein. Und zum anderen kann der Grad der Verrechtlichung dessen, was ich politisch autoritär durchsetzen will, unterschiedlich sein. Es macht einen Unterschied, ob ich eine reine Willkürherrschaft ausübe, wo also die Regierten nicht wissen, was ich morgen von ihnen fordern werde, oder ob es klare Rechtsregeln gibt, die zwar immer meinen Machtanspruch ermöglichen und durchsetzen und meinen Gegnern keine Chance lassen, die aber immerhin abzuschätzen erlauben, was ich denn tun werde, die eine bestimmte Berechenbarkeit auch in diktatorische Politikprozesse bringen, und das macht für die Regierten einer Diktatur einen sehr gewaltigen Unterschied. Diese zwei Dimensionen sind also hier nicht abgebildet, und mit dieser unvollkommenen Abbildung des Möglichen können wir gleichwohl zwei wichtige Bereiche uns ansehen. Links unten haben wir das, was man nennen kann, starken Autoritarismus. Ein Regime, bei dem es eine durchstrukturierte Einparteienherrschaft gibt, die Partei, die mobilisiert die gesamte Gesellschaft entlang einer von ihr vorgegebenen Ideologie. Naja, das geht nahtlos über in Totalitarismus. Da sind die Übergänge sehr, sehr fließend. Der wesentliche Unterschied wird darin bestehen, ob eine Gesellschaft Widerstand leistet oder, und sei es auch nur aus Gründen praktischer Fügsamkeit, mitgeht, sodass eben die unterdrückerischen Instrumente des Totalitarismus nicht notwendig sind, oder ob die neue Ideologie auf so viel Zustimmung in der Bevölkerung trifft, dass ja die Leute eigentlich zufrieden sind, wenn nun ein starker Führer mit starker Hand in eine bestimmte Richtung treibt. Im anderen Extrem haben wir eine Mischung aus synarchischer Clanherrschaft, aus Pflege überkommener Mentalitäten, aus dem Versuch, die Bevölkerung sozusagen von der Politik fernzuhalten, also sie zu depolitisieren oder depolitisiert zu halten. Sowas kann man dann symmetrisch zum starken Autoritarismus nennen, einen schwachen Autoritarismus. Juan Linz hat dafür den Begriff des Sultanismus eingeführt, der sich leider nicht so durchgesetzt hat, wie das wohl hilfreich wäre, obwohl es das ein oder andere monographische Werk zu ihm gibt. Und zwischen diesen zwei Formen, starker Autoritarismus und schwacher Autoritarismus, gibt es jede Menge von Misch- und Übergangsformen, die kurz anzusehen auf alle Fälle lohnt. Und der schwache Autoritarismus immer wieder sich verfestigt, wenn es energische politische Führung gibt zu halbwegs stabilen politischen Strukturen, ist genauso wahr wie der starke Autoritarismus mangels politischer Führungskraft, Effizienz, Schluderei, Korruption und so weiter sich immer wieder sozusagen abmildert zu einer durch Schlamperei erträglich gemachten Diktatur. Schauen wir auf einige Ausprägungen der Diktaturen autoritärer Art und verorten wir sie zwischen schwachem Autoritarismus und starkem Autoritarismus. Da haben wir eben das, was Juan Linz nannte, den Sultanismus. Gemeint ist eine persönliche Macht, persönliche Herrschaft durch einige institutionelle Strukturen und organisatorische Annetzungen verstärkt, immer noch ressourcenmäßig begrenzt und traditional legitimiert. Da kann man nicht viel Neues machen. Solange man es beim Alten belässt, bekommt man Ehrerbietungen und stört niemanden. Wenn man was Neues einführt, ja, dann riskiert man seine Stellung oder den politischen Zusammenhalt seines Staates. Wesentlich stärker ist jener Typ von Diktatur, den man Palastregierung nennt. Insbesondere für die historisch vergleichende Systemanalyse ist das ein sehr, sehr nützlicher Begriff. Palastregierung meint, dass die wichtigsten Politiker, hohen Verwalter, hohen Militärs
in einem Palast, das heißt in einem Territorialkomplex mit Regierungsgebäuden in unmittelbarer Nähe des Machthabers zusammenwirken, dass dort die Politik des Landes gemacht, von dort die Befehle erteilt werden, dass dort die Ressourcen allokiert werden. Und solche Palastregierungen haben wir gehabt im Osmanischen Reich, im Byzantinischen Reich, in den ganzen Kalifatstaaten der Araber und in vielen anderen Weltgegenden, um von Montezumas Aztekenreich ganz zu schweigen. Weiter ausgebaut ist das Ganze in der Gestalt der militärisch-bürokratischen Herrschaft. Militär ist da immer die festeste aller Sozialorganisationen, solange Zusammenhalt und Ressourcen ihm zu sichern gegeben sind. Militär und Bürokratie haben viel miteinander zu tun. Die einzelnen Ebenen sind verbunden durch das Prinzip von Befehl und Gehorsam. Das heißt bloß im zivilen Bereich ab und zu etwas anderes. Ab und zu in manchen Staaten sind militärische und zivile Herrschaft zwei Seiten der gleichen Medaille. Bei den alten Römern in der Republik haben die obersten zivilen Führer, die Konsuln, zugleich die oberste militärische Gewalt gehabt. Das kann aber auch differenziert sein. Die Geschichte der großen historischen Reiche ist voll von entsprechenden Veränderungen. Zusammenlegen von ziviler und militärischer Macht, auseinanderdifferenzieren, ob bei den Osmanen, ob im Ägyptischen Reich. Überall gibt es hier das den tagespolitischen Opportunitäten entsprechende Wechselspiel. Das ist ausdifferenziert, da gibt es ständigen Ressourcenzustrom, da gibt es feste Prozeduren, auf die man sich als leitender Diktator durchaus verlassen kann. Es gibt dann den Ständestaat, die Ordnung der Gesellschaft in Stände. In alter Art ist es Bauern, Adel, Geistlichkeit, daneben stehend die Städte mit ihrer Binnengliederung in Form von Zünften und so weiter. Es gibt auch den Ständestaat neue Prägung, wie ihn etwa das spanische Franco-Regime gepflegt hat, mit denen, die für die landwirtschaftliche Reproduktion, für die industrielle Produktion zuständig sind, für die öffentliche Verwaltung, für das Seelenleben in Gestalt der Geistlichkeit. So kann man eine Gesellschaft organisieren und auf die Führer der einzelnen gesellschaftlichen Segmente kann man dann den Regierungsprozess aufbauen. Es kann so sein, dass eine Diktatur es sich leisten kann, weil sie gut gefestigt ist, und weil vielleicht die Zeit läuft in das Verlangen, dass sie Pluralismus vorblendet, dass man so tut, als gäbe es unterschiedliche Parteien und Machtträger. Besonders verdienstvoll war auf diesem Feld die gute alte DDR. Da glaubten ja viele Leute, die DDR hätte ein Mehrparteiensystem, weil es gab ja die CDU und die LDPD und die Bauernpartei und eben nicht nur die SED. Ja, aber alle diese Parteien waren unter der Führung der SED, ihre Führungspositionen waren Kaderpositionen, waren Nomenklaturpositionen, die von der SED bestimmt wurden. Man kann Pluralismus vorblendern, gemäß dem guten alten Ulbricht-Motto, es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen natürlich alles in einer Hand haben. Und dann ist es natürlich die Aufgabe von Politikwissenschaftlern, hinter die Fassade zu blicken und der tatsächlichen Machtstrukturen zu erkennen, die durchaus anders sein können als das, was man an der Oberfläche vorweist. Besonders stark prägen sich sogenannte Entwicklungsdiktaturen aus oder noch ein Zacken schärfer sogenannte Erziehungsdiktaturen, wo gesagt wird, wir müssen unser Land modernisieren, wir müssen einen großen Sprung nach vorne machen, wie es etwa die Kommunistische Partei Chinas unter Führung Mao Zedong unter Inkaufnahme des Todes, ich glaube, von so 7 oder 8 Millionen Chinesen versucht, weniger gemacht hat. Der große Sprung war kein sonderlich großer und mündete in einem Desaster. Oder eine Erziehungsdiktatur, wo man sich anheischig macht, eben das Innenleben, die Denkweisen, die Gewohnheiten, die Überzeugungen der Menschen zu verändern, damit eben ein neues politisches System aus erneuerten Individuen entstehen kann. So kann man Diktaturen autoritärer Art gliedern und damit hat man freilich ihre große tatsächliche Vielfalt noch lange nicht abgebildet. Für unseren Zweck muss und kann dann auch das reichen, zumal wir uns einer weiteren Frage zuwenden wollen. Wie kommt es denn, dass überhaupt Demokratien entstehen? Denn am Anfang der Geschichte des Regierens stehen eben keine Demokratien, sondern Diktaturen. Wie kommt man von Diktaturen hin zu Demokratien? Und das lässt sich anhand des vorhin benutzten dreidimensionalen Merkmalsraumes eigentlich ganz schön verstehen. Man muss bloß begreifen, was man in den drei Dimensionen politischen Herrschens an welcher Stelle verändern muss, wenn es denn möglich ist, um von der Diktatur zur Demokratie überzugehen. Schauen wir mal
in den Bereich der Machtteilung hinein. An die Stelle einer synarchischen Clanherrschaft, wo verschiedene Bevölkerungsgruppen, Nachbarschaftsverbände, Sozialverbände von ihren Führern geleitet aushandeln, was sie so wollen, kann man setzen feste Spielregeln. Die Aufteilung der etablierten staatlichen Gewalt auf verschiedene Machtträger mit festgesetzten und auch eingehaltenen Regeln, wie man zu einem solchen Machtträger wird. Man ersetzt synarchische Clanherrschaft durch Verfassungsstaatlichkeit. Was leicht gesagt, schwer getan und in der Geschichte relativ selten ist. Schauen wir auf den Bereich der Partizipation. Aus einer Gesellschaft, in der man die Leute vom Politikmachen abhält und sagt, ja, nichts mit Politik, bitte Unternehmern, kann man eine Gesellschaft machen, in der als bürgerliches Leitbild gilt, es gehört sich, politisch zu partizipieren. Es gehört sich, von der Untertanenrolle in die Bürgerrolle zu schlüpfen. Es tritt also an die Stelle der Depolitisierung Partizipation, aber nicht Partizipation nach dem Motto, ich, der Diktator, sage euch, dass am 1. Mai auf die Straße zu gehen und diese und jene Losungen vorzubringen habt. Nö, entdeckt, was ihr wollt, organisiert euch eure Interessenwillen und bringt sie dann in einen pluralistisch regulierten Konflikt ein, um zu sehen, wer sich dann durchsetzt. Partizipiert und bestimmt selbst, aber haltet Spielregeln ein. Und an die Stelle von Mentalitätspflege kann treten eine Erziehung der Bürgerschaft dahingehend, dass man nicht in überkommenen Mentalitäten verbleibt, haben wir immer so gesehen, sehen wir jetzt so und ganz gewiss morgen auch noch, sondern dass man zu einer kritischen Haltung zum System erzielt. Kritische Haltung heißt, man hat Maßstäbe, an denen man Bestehendes beurteilt. Eine kritische Haltung zu einem politischen System nimmt man dadurch ein, dass man sich gründliche Gedanken darüber macht, Gedankenstrich, von der politischen Ideengeschichte und Regierungsgeschichte belehrt, Gedankenstrich, dass man sich gründliche Gedanken darüber macht, was wären denn Kriterien, die ein gutes politisches System erfüllen müsste? Welche Herrschaftsweisen würden denn funktionieren? Und wie stellt sich unser konkretes, aktuelles politisches System im Lichte dessen dar, was eigentlich sein könnte und auch sein müsste? Und aus dieser Differenz leitet man dann politischen Handlungsbedarf ab. Erst eine kritische Haltung bringt einen zu Reformen und nötigenfalls zu Revolutionen. Und Bürger zu einer kritischen Haltung zu erziehen, das ist einesteils etwas ganz Wunderbares, weil man dann statt Nachbetern mitdenkende Leute gewinnt. Es ist allerdings auch riskant. Denn wenn jemand kritisch zu etwas ist, wo hört er mit seiner Kritik auf? Wie weit geht er? Wie radikal, also wie weit an die Wurzeln gehend, wird sich die Sache dann am Schluss darstellen? Aber wenn das so ist, was wäre denn die sinnvolle Alternative? Auf Kritik verzichten? Zu sagen, das, was wir wissen und denken und was besteht, ist gut, weil es besteht? Das wäre eine ziemlich alberne Haltung. Eher muss man den kritischen Geist entwickeln und dann freilich kultivieren, indem man unterschiedliche kritische Haltungen wechselseitig in den Diskurs bringt, aus verschiedenen Perspektiven überlegt, was im Staate falsch läuft und was wie zu verbessern wäre. Sich auf dieses einzulassen, die Bürger zu selbstbestimmter Partizipation anzuhalten und Verfassungsstaatlichkeit, also Bindung des Staates an feste Spielregeln durchzusetzen, das alles erzeugt dann als Alternative zur Diktatur in vielfältigen Übergangsformen das, was wir so ausführlich behandelt haben, nämlich den pluralistischen, demokratischen Verfassungsstaat. Er ergibt sich nicht aufgrund irgendeiner historischen Notwendigkeit oder Fortschrittsgesetzlichkeit, ergibt sich nur, indem man versucht, ihn sozial zu konstruieren. Aber bloß weil man versucht, ihn herbeizuführen, muss er noch lange nicht entstehen. Es braucht ziemlich komplexe Voraussetzungen. Und ein guter Politikwissenschaftler sollte in der Lage sein, diese Voraussetzung zu kennen und im jeweils konkreten Fall ausfindig zu machen, welche von diesen Voraussetzungen wohl gegeben sind und welche nicht. Und welchen Sinn es also hat, welche Form des Übergangs seiner freiheitlichen Regierungsweise jeweils anzustreben. So viel zu den Auswegen aus den diktatorischen Regimen, so viel zur Landkarte mit den drei Großformen politischer Systeme, die wir
teils ausführlich, teils kursorisch besprochen haben. Und damit können wir wieder auf unseren Leitgedanken zurückgehen, dass wir nämlich Staatsformen im Überblick uns ansehen wollten, freilich weitgehend auf zeitgenössische Staatsformen beschränkt. Wir haben uns angesehen, eine Typologie politischer Systeme, wie sie funktionieren können. Jetzt wollen wir noch etwas ansprechen, was marginale Staatlichkeit heißt. Marginal kommen von dem lateinischen Wort margo. Margo ist der Rand, also randständige Staatlichkeit.